Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen hier auf Shorty's Astrobase zum versprochenen Tutorial zu Cyril. Ich habe hier mal meinen Orion-Nebel geöffnet. Das ist jetzt die fertig gesteckte Datei. Gesteckt habe ich das Ganze in Deep Sky Stacker. Ich habe das deshalb nicht in Cyril gemacht, weil das Stacking in Cyril für mich nicht richtig funktioniert. Das Ergebnis, was rauskommt, ist ja also ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das ein generelles Problem von Cyril ist, keine Ahnung. Ich habe schon von mehreren gehört, dass das so ist. Ist auch egal, ich stacke jedenfalls nicht in Cyril, sondern in Deep Sky Stacker und öffne das fertige Bild dann in Cyril. Das habe ich hier gemacht. So, wir erinnern uns, ich hatte den Orion-Nebel bereits schon mal in GIMP bearbeitet. Das war dieses Ergebnis hier und gute zwei Drittel vom Bild hier unten haben einen Lichtgradienten und den hatte ich versucht in GIMP zu entfernen, indem ich den Hintergrund komplett entsättigt hatte und dunkel gemacht hatte. Ja, sah jetzt nicht besonders realistisch aus, sage ich mal. Es sah nicht schlecht aus, aber normalerweise ist der Hintergrund halt nicht komplett schwarz. So, dann hatte ich ja auch schon gezeigt, was Cyril mir damals ausgegeben hatte, nämlich das hier. Und die Farben waren halt komplett daneben. Sieht zwar schön künstlerisch aus mit dem Braun, Gelb und Gold hier, aber sind natürlich nicht die Originalfarben vom Orionnebel. Ich hatte mich dann nochmal mit Cyril etwas näher befasst und jetzt gibt es hier ein kleines Tutorial, wie man das Ganze in Cyril bearbeitet und ihr werdet sehen, es gibt ein wesentlich besseres Ergebnis. Das erste, was ich mache, ist das Bild zuschneiden, nämlich auf den Bereich, den ich letzten Endes haben will. Und beziehungsweise das erste, was wir machen, wir schalten jetzt mal auf die Vorschau, wie das Ganze gestretched aussieht, denn das hier ist ja noch ungestretched, deshalb seht ihr vom Orion-Nebel auch nicht viel. Und deshalb gehe ich hier unten im Anzeigemodus von Linear auf Auto-Stretch und dann sehen wir das Ganze schon mal ein bisschen besser. Nicht erschrecken, dass das Ganze jetzt ziemlich lila aussieht, das geht dann noch weg. So, zuschneiden kann ich das Ganze nicht hier im RGB-Modus, wo ich jetzt bin, sondern ich muss dazu in den Rot-, Grün- oder Blau-Kanal gehen, die hier einzeln angezeigt werden. Und ich gehe jetzt einfach mal in den Rot-Kanal. Und dann schneide ich das Ganze mal, ja, ich würde mal sagen, so zu, ne? Einfach mit der linken Maustaste hier einen Rahmen ziehen und dann hier Rechtsklick und auf Zuschnitt. Und schon haben wir unseren gewollten Bereich. So, jetzt können wir mal zum RGB wechseln, auch wenn es schön pink aussieht. Und der zweite Schritt ist jetzt die Hintergrundextraktion. Damit sage ich Cyril, was ist jetzt Nebel, also Objekt, was ich fotografiert habe, und was ist Hintergrund. Und wenn ich auf Hintergrundextraktion gehe, dann öffnet sich hier ein kleines Fenster. Die Werte bei Stichproben pro Reihe und Toleranz, die lasse ich jetzt mal so stehen, wie sie eingestellt sind. Und wenn ich jetzt hier auf Generiere klicke, dann haut er mir lauter kleine grüne Quadrate ins Bild. Das ist das, was Cyril jetzt denkt, was Hintergrund sein könnte. Und wie ihr seht, das stimmt nicht ganz, denn es sind hier im Nebel Quadrate drin. Und die will ich raus haben. Dazu wechsle ich nochmal in den Rotkanal. Und jetzt kann ich hier mit Rechtsklick alle Quadrate entfernen, die ich hier nicht möchte. Und das sind die, die innerhalb des Nebels liegen oder der Nebel liegen, wo ich keine haben möchte. So, die machen wir jetzt einfach mal weg. So, das muss noch weg. Das Ganze ist natürlich schlecht, wenn ihr ein sehr dunkles Objekt habt, wo nicht so richtig erkennbar ist, wo genau der Nebel jetzt ist. Auch das gibt's. Ich hatte das auch schon bei einem meiner jetzt später fotografierten Objekte. Dann müsst ihr ein kleines bisschen abschätzen, wo Nebel sein könnte, wenn ihr das dann nicht hundertprozentig
so habt, ist das nicht weiter schlimm. Aber hier nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar weg. So, ich denke mal, das sollte an sich jetzt ganz gut passen. Und wenn ich alle Kästchen entfernt habe, die im Nebel liegen, dann kann ich hier auf Anwenden gehen. Und dann trennt er mir sozusagen den Hintergrund vom Objekt. So, wir mal auf Schließen, wieder auf RGB. Das Ganze ist immer noch ziemlich pink. Macht aber nichts, das wird sich jetzt gleich ändern, denn der nächste Schritt ist die Farbkalibrierung. Und ich nutze hier die photometrische Farbkalibrierung. Als erstes sage ich ihm mal, welches Objekt ich fotografiert habe. Das ist M42, der Orionnebel. Lass ihn mal suchen. Und dann sagt er mir hier schon, er hat in zwei Katalogen den Orionnebel gefunden. Einmal im NED mit Messier 42 und einmal im Simbad-Katalog. Den Orionnebel, und genau den wähle ich jetzt mal aus. Dann muss ich hier noch meine Brennweite und die Pixelgröße meiner Kamera eingeben. Meine Brennweite waren 430 mm. Das war mein William Optics Zenith Star 73. Und die Pixelgröße meiner 450D, die ich damals verwendet habe, waren 5,3. Den Haken hier bei Bild bei Bedarf spiegeln, den nehme ich mal raus, weil das hat bei mir schon Probleme verursacht, dass Cyril die Farbkalibrierung nicht durchführen konnte. Deshalb nehmen wir den mal raus. Dann gehen wir einfach auf OK. Und jetzt gleicht Cyril diesen Bildausschnitt, den ich hier habe, mit dem Katalogausschnitt ab und passt die Farben dementsprechend an. Da ist es auch schon fertig. Und das Ganze nennt sich Plate Solving. So, dann können wir das wieder schließen und dann sieht das Ganze doch schon mal ziemlich nice aus. Und wir sind auch schon fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich entferne mal noch nichts. Wir müssen natürlich das Histogramm noch stretchen, denn wir sind ja noch im Auto-Stretch-Modus. Wenn ich jetzt auf Linear zurückschalte, dann wird das Ganze wieder dunkel. Und deshalb stretchen wir hier als erstes das Histogramm. Das mache ich hier mit Histogramm-Transformation. Und das geht in Cyril relativ automatisch, indem ich hier auf dieses Rädchen klicke und auf Anwenden, und damit hat er mir das Histogramm eigentlich schon gestretched. Ich könnte das Ganze auch manuell machen, hier mit der Asschen-Transformation. Da kann ich hier mit dem Streckfaktor und dem Schwarzpunkt, indem ich die Regler hier nach rechts schiebe, das Histogramm manuell stretchen. Ist aber in Cyril nicht nötig. Der Auto-Stretch funktioniert hier sehr, sehr gut. So. Und jetzt entferne ich noch ein bisschen das Grünrauschen, was ich vorhin eigentlich schon machen wollte. Anwenden. So. Sehr schön. Schließen. Gut. Ich hätte das Ganze auch noch ein bisschen weiter kroppen können, sehe ich gerade. Ich habe hier noch einen ziemlichen Halo am Rand. Aber wir gucken mal, wie wir das noch wegkriegen. So, damit sind wir aber in Cyril eigentlich schon fertig. Ich kann das jetzt hier abspeichern. Das mache ich hier, indem ich nicht auf Speichern gehe, hier oben, sondern hier daneben auf dieses Speichersymbol. Da kann ich nämlich dann den Speichernamen raussuchen. Und ich speichere das mal auf meinem Desktop als Orion Tut, so für Tutorial. Ganz wichtig, das Ganze muss jetzt beim Abspeichern noch eine TIFF-Datei bleiben und in 16-Bit. Wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, dann zeigt er mir halt an 8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit. Hier darauf achten, dass 16-Bit eingestellt ist und keine Kompression. Und dann kann ich das Ganze speichern. So, jetzt gehe ich nochmal kurz in GIMP, öffne diese TIFF-Datei nochmal, wenn ich sie dann gleich finde. Orion
Achso, die ist schon markiert. Gut. So, Farbprofil behalten wir natürlich. Und jetzt kann ich hier mit den Kurven. Mach das Fenster mal ein bisschen kleiner, so, damit wir hier nicht ganz so, damit wir es hier nicht ganz so im Bild haben. Und hier kann ich jetzt die Helligkeit allgemein noch ein bisschen angleichen. Ich nehme ja auch mal den Weißwert zurück, dass der Kern nicht so ausgebrannt aussieht. So. So, ich würde mal sagen, das sieht ganz gut aus und wie ihr seht hier, der Lichtgradient im unteren Bildbereich ist eigentlich komplett verschwunden. Das heißt eigentlich, er ist komplett verschwunden, da sieht man nichts mehr. Und der Hintergrund ist auch nicht so eintönig grau oder blau und auch nicht so dunkel. Man sieht hier sogar noch diesen roten Staub, der sich um den Orionnebel noch befindet. Und das ist ja eigentlich das, wie der Hintergrund wirklich aussieht. So, ich könnte das Ganze hier noch ein bisschen zuschneiden, dass ich dieses Vignetting hier noch wegkriege. Das sieht nicht so besonders schön aus. Deshalb einfach nochmal Bild auf Auswahl zuschneiden. Und damit haben wir einen schönen Orion-Nebel, der sich sehen lassen kann. Und das Ganze ging wesentlich schneller als in GIMP. Ich habe hier jetzt ca. 10 Minuten für die Bearbeitung gebraucht. In GIMP damals waren das Ganze über 2 Stunden. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als euch das Bild nochmal schön einzublenden. Und mich fürs Zusehen zu bedanken. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt mir gerne auf Twitter, Instagram oder meinem Discord. Es wäre ganz schön, wenn auf meinem Discord-Server noch ein bisschen mehr los wäre. Da könnt ihr mit mir gerne über meine Astrofotografie diskutieren, fachsimpeln, was auch immer. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.